So, da sind wir endlich soweit und ihr seht schon, ich habe den Skin schon da. Ich werde euch direkt zeigen, wo ihr den auch insgesamt herbekommt. Wie gesagt, Battle Pass ist da erstmal die Grundvoraussetzung, also ganz umsonst ist der Spaß dann doch wieder nicht. Jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken, wo ist er? Ich glaube, irgendwas mit 20 war der damals. Ist ja auch schon ein paar Tage her, der Skin ist ja schon älter. Nee, mit 40. Mit 40 bekommt man den Skin im Battle Pass und das Rückenaccessoire mit 42. Also wenn ihr einen Battle Pass noch nicht habt, jetzt könnt ihr noch einen Skin in Anführungszeichen dabei bekommen oder eine Stilart. Wir gehen direkt mal rein hier. So, das ist nämlich dann der Skin. Stil bearbeiten, wie ihr seht, jetzt haben wir vier verschiedene Stile. Aber die hier ist natürlich die, auf die jetzt alle gewartet haben. Hier auch schon mit dem passenden Backbling. Also es ist ein nicer Skin. Also dafür, dass er frei ist, würde ich fast behaupten, einer der besten, die wir bisher haben. Oder was meint ihr? Was ist derzeit der beste Battle Pass Skin, den wir je hatten? Außer natürlich Renegade. Das ist ja auch nur, weil er selten ist. Ich rede jetzt wirklich vom Aussehen her. Also ohne Quatsch, ist nicht schlecht. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen, dass ihr den Skin jetzt auch habt. Wenn nicht, schreibt mir einfach in die Kommentare rein, was nicht in Ordnung ist mit den Aufgaben, wo ihr Probleme habt. Oder kommt in den Livestream rein. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Die Glocke aktivieren, damit ihr seht, wann ich live bin. Könnt gerne dann bei Custom Games mitmachen oder auch bei Rette die Welt. Wie gesagt, wir sind da eigentlich ziemlich offen, aber Hauptsache Fortnite. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Aufgaben. Wir sind schon wieder fertig. Nach 3,5 Stunden ist die Sache vom Tisch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und vielleicht bis gleich im Stream. In dem Sinne, haut rein.